A2.3. Punkte RN auf der Strecke AS mit ARN in Abhängigkeit von x gleich x Zentimeter, wobei gilt, dass x kleiner sein muss als 13,6 und x Element R plus 0, bilden zusammen mit den Punkten P und Q Dreiecke PQRN. Zeichnen Sie das Dreieck PQR1 für x gleich 9 in das Schrägbild zu A2.0 ein und bestimmen Sie sodann durch Rechnung das Maß Delta des Winkels SDR1. Also, was haben wir hier wieder gegeben? Punkte RN liegen auf der Strecke AS mit ARN sind x Zentimeter. Also, irgendwo hier auf der Strecke AS liegen Punkte RN, die x Zentimeter von A entfernt sind. Jetzt heißt es weiter, zeichnen Sie das Dreieck PQR1 für x gleich 9 in das Schrägbild ein. Also, jetzt haben wir eine Angabe, x muss 9 cm sein, also nehmen wir das Lineal, messen 9 cm ab. Ja, landen wir ungefähr hier. Und jetzt verbinden wir noch zum Dreieck PQR1. So, erstes erledigt. Was müssen wir noch machen? Bestimmen Sie dann durch Rechnung das Maß Delta des Winkels SDR1. Den zeichnen wir uns am besten auch noch ein. Wenn ich jetzt Punkt D mit Punkt A1 verbinde, dann habe ich hier drin den Winkel SDR1, also wieder entgegen des Uhrzeigersinns denken. So, wie komme ich jetzt auf diesen Winkel? Wieder erste Überlegung, in was für einem Dreieck liegt dieser Winkel? Da können wir das Dreieck SR1D nehmen. Ist dieses Dreieck rechtwinklig? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Folglich können wir auch nicht Sinus, Cosinus, Tangens oder Pythagoras benutzen, sondern es bleibt eigentlich nur der Sinussatz und der Cosinussatz übrig. Was wissen wir aus diesem Dreieck? Was ist bekannt? Wir kennen die Strecke SD mit 7 cm aus der vorherigen Aufgabe. Wir kennen hier oben diesen Winkel, den kennen wir aus Aufgabe 2.1. Der war 36,03 Grad groß. Und wir kennen die Strecke SR1, nämlich wenn AR1 hier dieses 9 cm lang war und die komplette Strecke 13,6 cm ist, dann bleibt für SR1 logischerweise nur die 4,6 cm übrig. Okay, schreibe ich hier noch rein, 36,03. So, also wir kommen jetzt auf den Winkel. Man könnte jetzt mal ausprobieren, wie das mit dem Sinussatz ausprobiert. Also Sinus dieser Winkel geteilt durch gegenüberliegende Seite 4,6 ist gleich, ja, der Winkel ist noch bekannt, Sinus Winkel geteilt durch gegenüberliegende Seite, aber die R1D kennen wir nicht. Also Sinussatz hat noch eine Unbekannte drin, beziehungsweise wenn ich den Winkel hier nehmen würde, kenne ich den Winkel nicht, aber die gegenüberliegende Seite mit 7 cm wäre bekannt. Also da fehlt mir irgendeine Größe. Wird es mit dem Cosinussatz funktionieren? Wir haben zwei Seiten, einen Winkel, aber ein zweiter Winkel ist gesucht und der Cosinussatz funktioniert nur mit drei Seiten und einem Winkel. Ja, also da fehlt uns auch wieder diese Seite R1D. Und wenn man sich hier ins Teilergebnis reinschaut, dann merkt man auch schon, man muss die DR1 irgendwie berechnen. Also das Teilergebnis gibt es eigentlich schon vor, dass die irgendwie berechnet werden soll. Ja, überlegen wir uns, wie können wir die R1D berechnen? Gehen wir wieder vor, kein rechtwinkliges Dreieck, liegt im Dreieck SA1D drin, also Sinussatz oder Cosinussatz. Sinussatz braucht zwei Winkel und zwei Seiten. Zwei Seiten wären bekannt, aber ich kenne nur einen Winkel. Damit bringt mir eigentlich der Sinussatz nichts. Cosinussatz braucht drei Seiten und einen Winkel. Zwei Seiten sind bekannt, ein Winkel ist bekannt, die dritte Seite ist gesucht. Also der wird irgendwie tatsächlich funktionieren. Setzen wir an. Warum haben wir DR1? Also beim Cosinussatz ist es immer wichtig, dass wir mit der Seite anfangen, die gegenüber vom Winkel liegt. Also die kommt hier immer auf die linke Seite des ist gleich sein.
Dann haben wir dr1 zum Quadrat ist gleich. Jetzt die beiden anderen Seiten. Das wäre sr1 zum Quadrat plus sd zum Quadrat minus 2 mal sr1 mal sd mal Cosinus des Winkels. Das war der Winkel ASM. So, bekannte Größen einsetzen ist gleich SR1. Nochmal schnell nachdenken, ich habe es hier noch stehen. SR1, diese Strecke hier oben, sind 13,6 minus die 9, die durch die Aufgabe vorgegeben sind, sind also 4,6 Quadrat plus SD. Haben wir schon vorher ausgerechnet, 11 minus die 4 durch die Aufgabe, also 7 cm zum Quadrat minus 2 mal, jetzt haben wir nochmal 4,6 mal 7 mal Cosinus des Winkels ASM. Den haben wir auch schon aus Aufgabe 2.1 vorgegeben mit 36,03 Grad. So, jetzt müssen wir nach dr1 auflösen, das heißt entweder Solver benutzen oder wir ziehen die Wurzel. dr1 ist gleich Wurzel aus 4,6 Quadrat plus 7 Quadrat minus 2 mal 4,6 mal 7 mal Cosinus von 36,03 Grad. Das tippen wir ganz normal in den Taschenrechner ein und dann müsste für dr1 gleich die entsprechende Lösung folgen, nämlich 4,25 cm. So, damit haben wir dr1 berechnet und wenn wir jetzt dr1 kennen, dann können jetzt tatsächlich den Sinussatz ansetzen, nämlich Sinus unbekannter Winkel geteilt durch 4,6 ist gleich Sinus 36,03 geteilt durch dr1 oder r1d. Also Winkel sdr1, der war gesucht, Sinus dieses gesuchten Winkels, ich fange immer mit der unbekannten Seite oder unbekannten Winkel 1, Sinus sdr1, geteilt durch gegenüberliegende Seite war die Strecke SR1, ist gleich Sinus des Winkels ASM, geteilt durch die gegenüberliegende Seite und es war die Strecke DR1. So, setzt man die bekannten Größen ein. Der ist weiter gesucht. SR1, haben wir vorhin schon ein paar Mal gesagt, sind 4,6 cm, ist gleich Sinus von 36,03 geteilt durch dr1, haben wir gerade ausgerechnet, mit 4,25. So, löst man nach sdr1 aus, beziehungsweise hier kann man auch den Solver benutzen. Beim Auflösen erst mit 4,6 multiplizieren, also Sinus vom Winkel sdr1 ist gleich Sinus von 36,03 geteilt durch 4,25 mal 4,6 und dann mit Sinus hoch minus 1 kann man dann den Winkel berechnen. Also Winkel sdr1 ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt nochmal den ganzen Teil abschreiben, Sinus 36,03 geteilt durch 4,25 mal 4,6. Das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein. Und dann bekommen wir für diesen Winkel ein Maß von 39,54 Grad.